Hallo, in diesem Tutorial möchte ich Ihnen demonstrieren, welche Rechte der Vertragsmanager hat. Dieser Bereich öffnet sich über den vierten Menüpunkt Rechnungen und Bestellungen. Der Vertragsmanager findet hier eine Übersicht über seine Verträge. Über weitere Informationen werden in der Kopfleiste die Anzahl der Produkte, Plätze sowie der Support-Level angezeigt. Zudem können Sie Ihre eigenen Daten sowie das Auslaufdatum Ihres Vertrages einsehen. Außerdem können Sie hier weitere Cloud-Punkte kaufen oder auf die Cloud-Services zugreifen. Weiter unten finden Sie detailliertere Informationen zu Ihren einzelnen Produkten, unter anderem die Seriennummer und den Produktschlüssel sowie den Fachhändler. Um einen Vertragsmanager zu ändern, müssen Sie zunächst das Menü Support auswählen und dann Kontakt anklicken. Wenn Sie möchten, können Sie die Sprache ändern und auf Deutsch einstellen. Unter den schnellen Links befindet sich nun die Funktion Wechseln des Vertragsmanagers. Wenn Sie diese auswählen, schicken Sie eine Anfrage zu Autodesk. Der Vertragsmanager wird für Sie geändert und Sie erhalten eine Bestätigung über den Wechsel. Alternativ können Sie auch uns gerne eine schriftliche Information geben, dass Sie einen Wechsel vom Vertragsmanager wünschen, und wir leiten die Änderung für Sie ein.